sind wir bereit für das ultimative Experiment, was es so auf YouTube noch nie gab. Es wird mehr oder weniger Geschichte geschrieben. Kevin, wir haben uns heute hier versammelt, um Geschichte zu schreiben. Ja, wie ich auch gerade schon gesagt habe, wir fangen wieder von Null an. Und wenn ich sage von wirklich Null, dann meine ich von Null. Zero, completely. So, das Ding ist, ihr seht wahrscheinlich schon im Titel mehr oder weniger, was wir heute vorhaben. Und zwar werden wir heute mit frisch erstellten Twitch-Accounts, die kein Schwein kennt, niemand weiß, wer das ist. Wir haben beide null Follower, auf beiden Accounts noch nie gestreamt und wir haben es nirgendwo erwähnt. Nirgendwo im Stream erwähnt, nirgendwo auf YouTube erwähnt. Wir haben nichts darüber irgendwo gepostet. Und wir werden jetzt beide gleich eine Stunde auf jeden dieser Channels streamen und wir werden dabei eine kleine Competition haben. Oh shit. Möchtest du eventuell sagen, worum es geht? Oh mein Gott, ja. Also Freunde, im Grunde machen wir es so, dass wir quasi eine Stunde streamen und es geht darum, wer am Ende des Tages mehr Follower hat. Also wer nach einer Stunde mehr Follower hat, hat die Competition gewonnen. Alright, wir brauchen aber noch einen Einsatz, Basti. Einsatztechnisch. Also ich muss erstmal vorneweg sagen, da wird ja lustigerweise halt auch verschiedene Herangehensweisen geben. Ihr wisst ja eventuell, ich zeige mein Gesicht nicht. Kevin hat natürlich einen großen Vorteil mit seiner Facecam. Ja, könnte auch ein Nachteil sein, dass Leute sich so denken, Alter, auf die Rosse klicke ich nicht. Nein, aber logischerweise, dein Bekanntheitsgrad, den hast du ja über dein Gesicht. Also die Leute werden dich ja wiedererkennen. Ich muss halt auch irgendwie gucken, dass vielleicht Leute mich irgendwo entdecken und sich so denken, warte mal. Willst du sagen, ich bin nur bekannt wegen meinem Gesicht? Ja, Kevin, du bist auch bekannt wegen ein paar anderen Sachen. Ich sag's mal so. Nee, ja, wir haben uns, denke ich mal, auch noch nicht wir haben uns auch noch nicht verraten, was der andere jetzt so halt vorhat. Wir werden uns auf jeden Fall nach dieser Stunde wieder treffen und ein bisschen darüber reden. Und ansonsten, was ihr jetzt halt gleich sehen werdet, also, jo, ich übergehe gerade voll den Wetteinsatz. Ja, wir können, weiß ich nicht, schlag was vor. Ich wollte nur sagen, dass ich halt ein bisschen im Nachteil 50 bin. 50 Subs! 50 Subs ist unser Standard-Wetteinsatz, Bruder. Wir haben beim letzten Mal auch 50 Subs gemacht, okay? Ich schulde dir noch 50 Subs. Also, ja, stimmt, dann wär's... Also 50 Subs ist unser Wetteinsatz. Also entweder, ihr müsst so verstehen, Kevin schuldet mir aktuell 50 Subs und wäre das halt bei mehr oder weniger 0, wenn du gewinnst. Und wenn ich gewinne, kriege ich einfach 100. Ja, genau. Machen wir. Okay, perfekt. Ja, meinetwegen. Können wir okay, so Deal. Ist ein Deal. Ich habe nichts zu verlieren und ich glaube, ich werde auch verlieren. Aber ich will gar nicht rumheulen. Okay. Das Ding ist... Machst du aber gerade. Sonst noch die Regeln sind, ist obvious. Logischerweise dürfen wir jetzt auch keinen Leuten irgendwie schreiben. Wir dürfen jetzt auch mit keinem anderen großen Streamer zusammen streamen und uns irgendwie hosten lassen oder so. Mhm. Wir dürfen nicht auf Twitter, also nicht auf unserem Twitter oder auf unserem YouTube oder so irgendwas posten. Genau. Wir sind komplett undercover und wenn aber jemand jetzt zum Beispiel in unseren Chat reinkommt, das werdet ihr auch alles eingeblendet sehen. Ihr werdet die Statistiken sehen, wie viele Zuschauer wir gerade aktuell haben, wie lange wir online sind und auch den Chat. Es kann halt sein, dass wir jetzt beide erstmal 50 Minuten da sitzen und kein Schwein wird was in den Chat schreiben. Ich frage mich, ob ihr das Video dann am Ende trotzdem sehen werdet, aber... Es wird so unangenehm sein, ich hab Bock, ich hab richtig Bock, Bruder. Ja, deswegen, ich bin voll gespannt, was passieren wird. Also, wir achten auf jeden Fall darauf, wer insgesamt, sag ich mal, die höhere Zuschauerzahl insgesamt hatte, wer mehr Follower gegained hat und dann werden wir am Ende nach dieser Stunde, denke ich mal, darüber reden. Und wenn euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung da. Falls ihr gerade mein Video schaut, ihr könnt auch auf jeden Fall das Video von Kevin abchecken. Das ist auf seinem Kanal zeitgleich auch hochgeladen, um nochmal ein bisschen detailliert seine Sicht zu sehen. Und dann würde ich sagen, dann beginnen unsere Streams. Wir werden uns dann jeweils natürlich auch muten im Teamspeak. Das heißt, wir werden voneinander nichts mitbekommen, bis die Stunde vorbei ist. Und dann ganz viel Spaß mit diesem wunderbaren Experiment. Okay, warte, ich schaue, bei mir lädt gerade noch. Ich werde absolut keinen einzigen Zuschauer haben. Ja, ich bin live. Okay, ich bin alright, live. Alright. Kevin, viel Erfolg. Oder auch nicht. Okay, aber wir hören uns. Bis okay, es kann losgehen. Oh mein Gott. 9. Okay, Bruder, wie viel? 18:09. 18:09? Ja. Okay, Bruder, ich wünsche dir viel Glück. Yo, ciao. So, Freunde, wir sind allein. Aber wirklich allein. Die Idee war, by the way, meine Idee. Also, sehr, sehr nice Sache. Ich habe natürlich auch ein paar Sachen mir überlegt. Mein Streamtitel ist plus ein Follow gleich plus ein Euro Giveaway. Ich hoffe, das ist nicht verboten, den absolut traurigen Amigo. Ich werde meinen ersten Stream so machen, dass ich, einfach Geld ausgeben werde. Das bedeutet, für jeden Follow, den ich reinbekomme in dieser Stunde, werde ich 1 Euro als beispielsweise Amazon-Gutschein am Ende des Streams rausgeben. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel 200 Follower mache, muss ich 200 Euro am Ende ausgeben. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass ich jetzt nicht, weiß ich nicht, wie viele Follower bekomme. Aber ich hoffe, das geht am Ende auch auf jeden Fall dann alles auf. Ich habe auch eine extra coole Szene eingestellt, damit ich einen kleinen Vorteil, also dass ich auf gleichen Level bin wie Kevin. Und zwar das hier. Da habt ihr einmal unter meiner Handcam eingeblendet, was der Chat schreibt. Dann auf der rechten Seite habt ihr, dass es so aussieht, als hätte ich eine Facecam oder halt einfach Kevin würde streamen. Aber ehrlich gesagt, würde es keiner glauben. Und dann unter Kevin seht ihr nochmal die Zuschauerzahl. Die liegt aktuell bei...
mir alleine. Mein Account heißt Tommy4000. Ich habe einfach random irgendwas genommen. Dann seht ihr darunter in der Uhr, wie lange ich schon streame. Eine Minute jetzt genau, 0 Clips von erstellt, 3 Aufrufe habe ich insgesamt. Die sind alle von mir selber. Und tatsächlich 0 Follower. Und ansonsten habe ich nochmal groß eingeblendet, dass ich ein Follow ist gleich plus 1 Euro in die Kasse. Denke mal noch nicht, dass ich irgendeinen Zuschauer habe. Ich bin absolut allein. Allein. Und das ist ehrlich gesagt ein bisschen traurig. Ich denke mal, ich werde jetzt einfach mal nebenbei auf den Gommes-Server gehen und einfach mit ein bisschen PvP spielen. Und dann, sobald irgendjemand hier ist, werde ich dem halt erzählen, Bruder, er muss unbedingt reinfolgen. Denn das Giveaway, das wird rausgeballert. Guck mal, ganz kurz. Ich glaube, ich muss, also das ist halt schon eklig penetrant groß, was ich jetzt hier habe. Ich glaube, es kommt einfach mal dick in die Mitte des Screens. Oder wo packt man das am besten hin? Ich muss euch halt ehrlich verraten, ich habe sowas noch nie gemacht. Also Giveaways schon, aber sagen wir mal so, nicht so penetrant. Ich hoffe halt einfach wirklich, dass bitte einfach irgendjemand vorbeikommt und einfach mich erkennt. Irgendwie sich denkt, weil ich bin auch in der Minecraft-Section logischerweise, also als Spiel habe ich Minecraft eingestellt und ich hoffe einfach, dass jetzt jemand vorbeikommt und sagt, ey Basti, ich kenne dich ja. Was ist mit dir? Absturz. Absturz 4000. Dass er einfach ein bisschen Mitgefühl mit mir hat. Wer weiß. Es ist ein trauriges Gefühl, aber man darf auch nicht vergessen, so ist es halt. Wenn du halt wirklich auf Twitch anfängst, dann ist es halt wirklich so, dass du so startest. Du startest so auf Twitch, du redest die ganze Zeit mit dir selber und ich habe wirklich krassen Respekt davor. Vor Leuten, die das ja so gemacht haben. Ich habe es damals ja so gemacht, dass ich von YouTube rüberkam, meine erste Reichweite oder meine ersten Zuschauer, meine Follower, mir über YouTube aufgebaut habe und dann sozusagen rübergekommen bin auf Twitch. Und das Ganze hat dann eigentlich ganz gut geklappt, dass ich dann direkt eigentlich immer dreistellige Zuschauerzahlen hatte. Ja, das ist was anderes, wie ihr jetzt gerade sehen könnt. Nebenbei werde ich einfach ein bisschen Minecraft spielen, damit ihr einfach so sehen, ich zock PvP in der Hoffnung, dass das ein bisschen vielleicht Zuschauer bringt oder so. Aber ich hoffe, also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ey, ich hoffe einfach, dass ich wenigstens einen einzigen Follower bekommen werde. Weil Kevin wird halt einen miesen Vorteil haben. Weil, ich weiß ja nicht, es kann ja beispielsweise sein, dass er jetzt einfach in der, also ich kann mir bei Kevin vielleicht vorstellen, was seine Taktik ist, vielleicht einfach in Just Chatting reingehen und dann einfach groß Fullscreen seine Cam anhaben und dann einfach, yo, hey, bla bla bla. Und dann, sobald Kevin die ersten 10 Follower oder so weiter hat, dann wird er ja immer weiter oben gelistet und dann werden halt immer mehr Leute das sehen und dann wird es halt richtig abgehen. Dann ist es halt ein No-Brainer, dann ist es ein Selbstläufer. Bei mir ist es halt momentan, yo, ich bin irgendein random Minecraft-Streamer, der halt einfach richtig dick gleich nach Followern bettelt in seinem Titel oder in seinem Dings-Screen. Da denkt man sich halt auch ehrlich gesagt nur, was ist das für ein trauriges Leben? Muss euch auch sagen, dieser große dunkle Kasten, den ihr unter meiner Handcam seht, ne, das ist by the way der Chat. Also da würde normalerweise eine Chat-Nachricht eingeblendet werden. Die ist noch relativ leer. Genauso leer wie diese Runde hier. Also das ist halt auch schon absolut traurig. Ich starte jetzt einfach die Runde. Ich mache jetzt einen 101 gegen Scarecrow. Der sieht aber gefährlich aus auf jeden Fall. Mann, Bruder, ich gucke richtig verkrampft auf diese Zuschaueranzahl, ne? Ich hoffe einfach nur, dass da gerade mal ein zweiter dazukommt. Oh mein Gott, ich könnte Ingame-Werbung machen. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, ich gehe wirklich in die Community. Ich weiß nicht, ob das assi wäre, wenn ich in die Community gehe und da mein Dings reinposte. Ich habe einen Zuschauer. Hallo. Hallo, Big Pain. Wie geht's dir? Schau gerade, kleine Streamer. Ja, auf jeden Fall. Du kannst gerne einen Follow da lassen. Ich habe mir gedacht, vielleicht mal ein neuer Start wäre ganz cool. Ne, Donations habe ich aktuell noch aus. Aber ein Follow kannst du ja schon mal da lassen. Ich meine, also, mein Content ist ja an sich schon sehenswert. Habe ich schon. Uff, das ist mehr als lieb. Ich sehe auch gerade in der Viewerliste, wir sind ja schon mehr. Wir sind ja 4 Leute. Das würde mir aktuell noch mir falsch angezeigt. 4 Leute. Ich gehe mal in die Community. Oh mein Gott. Cesario, moin, grüß dich. Hi, na, alles klar bei dir? Wie geht's dir? Ich hoffe doch gut. Ey, das ist halt eigentlich insane, ne? Wenn ich jetzt in die Community gehe mit meinem Main BastiGRG-Account und da meinen Link reinposte. Oh mein Gott, ich werde ja. Bruder, jetzt wird's insane. Ich hab den ersten Follower. Der erste Follower wird reingeballert. Freunde, wir sind in der Community. Wir machen es auf richtig eklig mit Werbung und hoffen, vielleicht eventuell wird sich der Chat ein bisschen füllen und der ein oder andere wird hier sein. Oh mein Gott, das ist eigentlich der 3000 IQ-Play. Moin Hen, was geht ab, mein Bester? Grüß dich. Was ist der Plan? Ich wollte nur mal ausprobieren. Einfach mal hier ein bisschen zu streamen. Ich wollte mal so eine kleine Undercover-Giveaway-Aktion machen. Ich werde jetzt ungefähr eine Stunde hier streamen und für jeden Follower, den ich mache, das wird der Endbetrag sein an Geld, den ich dann am Ende vergiveawayen werde an euch, die halt jetzt noch gerade im Chat sind. Bedeutet beispielsweise, wir machen jetzt in einer Stunde 50 Follower. Leute, wir sind auf 7 Zuschauer. Und wir haben 4 Follower. Du bekommst einen 30-Tage-Chatbann. Okay, dann hören wir lieber vielleicht doch auf damit. Und wir spielen einfach ein bisschen was. Ich will natürlich jetzt hier nichts Verbotenes machen. Ich gehe mal einfach in eine Solo-QSG. Und dann werden wir einfach mal ein bisschen... Wir werden mal ein bisschen was machen hier. Ganz entspannt. Moin, Heri. Was geht ab? Ich grüße dich. Wunderschönen guten Tag. Du kannst gerne mal ein Follow da lassen, wie du vielleicht eventuell an der Größe des Screens siehst. Gibt es hier ein relativ großes Giveaway vielleicht am Ende. Für jeden Follower gibt es nämlich 1 Euro mehr in meinem Pot. Und dann kann es nämlich ganz interessant werden. 15 Zuschauer, 8 Follower. Leute, oh mein Gott. Ich glaube, der Stream geht verdammt nochmal viral. Der geht ja absolut viral. Das ist ja mehr... Also, das ist ja 15 Zuschauer in 12 Minuten.
Abonnenten und 8 Follower, das ist der Grind. Also mehr oder weniger müssten wir ja, ich bin ja auch in der Viewerliste, also wir müssten ja eigentlich schon 14 Follower haben. Freunde, 14 Follower, es sind auf jeden Fall schon ein paar Euros hier im Pott, meine Damen und Herren. Das ist aber mehr als, geht mir schon ein bisschen das Herz auf, ne? Falls ihr eventuell noch Verbesserungsvorschläge generell habt für meinen Stream oder was ich vielleicht besser machen kann oder so, dann lasst es mich auf jeden Fall gerne wissen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, für euch aktiv immer weiterhin geile Streams draus zu ballern. Den besten Minecraft-Content gibt es auf jeden Fall hier. Ich werde all meine Erfahrungen in diese Streams reinstecken und rein investieren. Blut, Schweiß und Tränen wird es hier auf jeden Fall in jedem Livestream geben. Wir werden so viel lachen, wir werden so viel weinen. Hen oder Pain oder was auch immer. Wenn ihr vielleicht noch ein paar Kollegen habt, ihr könnt gerne dem Bescheid sagen und mal so sagen, yo ey, ich gucke hier gerade einen richtig coolen Streamer. Ihr könnt ja mal gerne bei denen ein Follow da lassen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Also nur so als kleine Empfehlung. Ich will euch das jetzt hier nicht aufdrängen. Aber es würde mir auf jeden Fall eine Menge helfen. Es geht hier, also ich wäre euch mehr als dankbar. Was ist mit Ihnen auch los? Guck mal. Hier gibt es wahnsinnig attraktives Gameplay. Das Beste, was man sich nur vorstellen kann. 14 Zuschauer, 10 Follower. Bruder. Wir gehen absolut. Das ist mehr als schön. Wir können ja mal ein bisschen Skywars spielen. Was ist eure Meinung zu Skywars? Auch ein cooler Spielmodus eigentlich, oder? Kann man auf jeden Fall machen. Wie kommt man in den GAG-Clan? Ja, da musst du einfach auf den Discord von Basti GAG mal gehen. Marc Zorro, ich grüße dich. Moin, alles gut bei dir? Wie geht's dir? 12 Follower, vielen Dank für euren Support insgesamt. Ich kann mich nur bedanken. Aber wie gesagt, ihr könnt ja gerne euren Freunden von dem Stream erzählen. 15 Follower, vielen Dank. Das ist der Grind. Ich bin euch sehr, sehr dankbar. Das ist für mich sehr emotional. Und ihr hört ja wahrscheinlich auch an meiner Stimme raus, dass mir das Ganze auch sehr nahe geht. Und Xon, du kannst ja gerne, wenn du möchtest, kann ich auch mal gerne diese Tastatur vergiveawayen. Lass auf jeden Fall gerne einfach ein Follow da, um das Giveaway auf jeden Fall einfach nicht zu verpassen. Eventuell werde ich mich auch bald mal um eine Rocket Partner kümmern. Dann kann ich gerne sowas häufiger für euch machen. Für die Hashtag Community. Für die Hashtag Tommy Army. Lasst auf jeden Fall, wie gesagt, Follow da, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Würde mich auf jeden Fall mehr als freuen. 17 Follower. Ein riesen Dankeschön für euren Support. Schön, dass ihr am Start seid. 18 Follower. Ein riesen Dankeschön. Follower Nummer 18. Es wird in knapp so 10 Minuten wird es das Giveaway geben. Und dann werden wir gleich mal sehen, wer hier vielleicht 18, also mindestens 18 Euro gewinnen wird. 14 Zuschauer. 19 Follower. Nummer 20. Werden wir es eventuell noch hinbekommen. Ganz genau eine Stunde. Oh, Leute, die ist nur für euch. Schade. Ich würde sagen, ich aktualisiere nochmal ganz kurz den Browser. Wir haben 20 Follower geschafft. Ein absolut riesiges Dankeschön für euren Support. Clap in den Chat auf jeden Fall dafür. Das heißt, 20 Euro Amazon-Gutschein gibt es. Auf jeden Fall garantiert. Das würde ich so sagen, halten wir fest. Und zwar machen wir das Ganze jetzt so, dass ich sage, eine Rechenaufgabe beantworten. Und wer als erstes die richtige Lösung mir in den Chat schreibt, er hat gewonnen. Die Matheaufgabe, die ich euch jetzt sage, um einen 20 Euro Amazon-Gutschein zu gewinnen, lautet 18 mal 7. Wer als erstes mir die richtige Lösung schreibt, für 18 mal 7, 20 Euro Amazon-Gutschein. Mr. Big Pain war bei mir der allererste. Ein riesen Dankeschön. Wir haben sogar noch die 17 Follower geknackt. Pain, mein Bester, ich werde dir auf jeden Fall dann nochmal schreiben. Aber ich danke euch auf jeden Fall für den Livestream. Schön, dass ihr alle am Start wart. Vielen Dank für 20 Follower. Wir hören uns beim nächsten Mal. 17 Zuschauer war heute die Rekordzahl. Vielen Dank für alles. Vielen Dank für den Support. Ich bin jetzt erstmal offline. Wir hören uns und ciao, ciao. So, ich bin jetzt offline gegangen. Ich werde mich jetzt mit Kevin zusammensetzen. Ich werde natürlich jetzt auch diesen Amazon-Gutschein auch nochmal schnell kaufen. Oh mein Gott, Bruder. Hallo. Hi. Moin. Alter, was geht? Alles cool? Mhm. Wie lief's? Sag ich dir nicht. Ja, wir müssen doch jetzt vergleichen. Wir müssen jetzt vergleichen. Aber lass uns das eben. Also wir müssen das halt Schritt für Schritt so machen. Okay. Fass mal kurz zusammen, was du so ungefähr gemacht hast die ganze Zeit. Was war denn das Strat? Also, warte mal, wie du hattest dein Dashboard offen? Na, also, ich meine, ich hatte halt meinen eigenen Stream am Laufen. Also, ich weiß nicht, ob du mich jetzt flamen wirst oder so. Ja, aber nee, alles cool. So wie man, also, ich wollte halt gewinnen, weil du hattest ja auch den großen Vorteil mit der Facecam. Bei mir gab's halt ein Giveaway. Ich hab's so gemacht, mein Streamtitel war, dass ich für jeden Follow 1 Euro in den Follower-Topf packe. Also in den Giveaway-Topf. In den Giveaway-Topf. Und ich sag so. Bruder, ich hatte so eine ähnliche Strat. Ich habe für jeden Follower Liegestütze gemacht. Ich sag so, zur ganzen Thematik mit der Facecam. Ich habe deine Facecam einfach auch eingeblendet. Wie? Ich habe einfach einen Screenshot von einem alten Stream von dir gemacht und habe dich einfach oben rechts eingeblendet. No way! Ja. No way! Und wenn die Leute dann deswegen draufgeklickt haben, dann habe ich sie trotzdem dann erstmal geködert. No way! Ansonsten, Bruder, ich habe eine Stunde Minecraft gezockt. Ich habe einen klassischen... Oh mein Gott, ich habe richtig Angst, dass du richtig rasiert hast. Ich habe einen klassischen Minecraft-Stream gemacht und... okay. Wollen wir jetzt mal mit einer anderen Statistik starten? Also vielleicht sagen... Lass mich kurz meine Statistiken aufmachen. Fang erstmal an mit, wie viele Chat-Nachrichten hast du? Was für eine Stelligkeit hat die Zahl bei dir? Also jetzt für die durchschnittliche Chatnachricht. Also wie viele Chatnachrichten hattest du im Chat? Ich hatte zweistellige Chatnachrichten. Okay, ich hatte dreistellig. No way! Soll ich dir sagen? No way! Soll ich dir sagen, wie viele Chatnachrichten ich hatte? Oh mein Gott, ich hätte irgendwo in den Game reingehen sollen. Oh mein Gott, wie viel hattest du? 203. Nein, laber!
Doch, hatte ich. Laber, ich habe 74. Okay, was weißt du, was dein Cap an Zuschauern war? Oh mein Gott. Aber das ist ja egal, das ist ja alles egal. Es zählen nur die Follower, oder? Ja, es zählen jetzt nur die Follower. Es geht nur um die Follower. Mein Gott. Wer mehr Follower hat. Ich glaube, du hast es. Okay, wollen wir einfach als Auflösung, du postest mir jetzt deinen Twitch-Channel rein und ich poste dir meinen Twitch-Channel rein und dann werden wir es einfach machen sehen. Machen wir so. Ich bin cooler Streamer. Ich bin Tommy4000. Tommy4000, Junge. Alright. Das Bild. Bruder. Wir drücken beide auf 3 auf Follower bei uns, ja? Ja, okay. 3, 2, 1, drauf. Jawohl! Jawohl! No way! Jawohl! No way! Jawohl! Nein! Jawohl! No way! Jawohl! No way! Dirk Ryan! Bin der bessere. Ich bin der bessere Streamer. Es hat sogar jemand gedefollowed bei mir. Ich hab nur noch 17. Jawohl, Junge. 100 Subs. Oh 100 Subs no insgesamt. Way. No way. Ich hätte auch in den Game gehen sollen. Die Strat war so gut. Oh mein Gott. Ey, wirklich, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Dicker, das Video es hat so viel Spaß gemacht. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, Alter. Von meiner Seite aus auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung da. Schaut auf jeden Fall gerne bei Kevin vorbei. Und wenn ihr sowas nochmal sehen wollt, lasst uns gerne wissen. Und vielen Dank für euren Support. Euer Tommy. Und macht's gut. Ciao, ciao.